Okay, wir haben einen Plan mit dem Wirt. Oder auch nicht. Hier ist erstaunlich geblieben. Dann können wir hier in den Raum was machen. Was in den Schrank stecken. Und weil es dort bleiben wird. Wirklich mächtig kaputt. Die ist ziemlich kaputt. Ja. Eine Recyclingmaschine. Ein grünes Loch. Spezies hier entnehmen. Ein Mikrowelle. Da sind drei Stellungen. Garen, auftauen und mutieren ohne Wiedererkennen. Ist schon auf. Okay. Wo ist die Maschine? Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Da ist keine Tür. Okay, rein können wir auch nicht in die Recyclingmaschine. Tja, Kamin. Vielleicht können wir die fahren jetzt. Ah, Schornsteinfeger. Errungenschaft. Können wir vielleicht jetzt kurbeln? Na, endlich. Dazu haben wir die gebraucht. Jetzt haben wir eine Fahne. Ah, und die Fahne können wir in die Vergangenheit schicken. Und wen haben wir denn hier? Hallo, ich bin La... Hässlicher Mensch! Bitte? Ich scherze nicht! Du bist wirklich der schlimmste Homo sapiens, den ich jemals gesehen habe! Willst du mir damit etwas sagen? Gut, du bist ein Knaller! Von deinem Haar alleine kriege ich schon Albträume! Und deine Zähne, die Klamotten und dein eines Auge, das größer ist als das andere! Puh, wie viel schlechter kann ich noch werden? Nicht viel! Außer es gäbe zwei von dir! Ja. Da, wo ich herkomme, gelte ich als Schönheit. Du meinst in Zwinger? Das heißt nichts. Jeder da drin ist von der Show abgewiesen worden. Menschenshow, Menschenshow. Wer braucht sowas? Der Gewinner bekommt ein Essen für zwei im Tentakelclub. Warum sollte ich da hinwollen? Nicht du, dein Besitzer. Ach, vergiss es. Aha. Da wären wir wieder. Ich glaube, wir müssen noch mal... Halt, wie bist du rausgekommen? Du bist nochmal. Geh da wieder rein. Hau nicht nochmal noch was. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Tja. Vielleicht können wir jetzt die Flagge des Klo runterspülen. Das würde es kaputt machen. Das würde es kaputt machen. Okay, können wir nicht. Sehr schade. Die amerikanische Fahne beschmutzen? Niemals! Oh. Was haben wir am Weg?
Öffne. Können wir was öffnen? Wait a second. Hier wurde mir gerade. Ach, verdammt. Das war mal eine Fehlanzeige. Tja. Noch irgendwas aus dem Zaun angucken. Was für ein schlechter Anstrich. Wir haben die Fahne. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Wir müssen irgendwas finden, womit wir die Fahne ins Chrono John schicken können. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Ah. Da werden wir wieder hier. Tja. Vielleicht können wir irgendwie. Schau doch mal in der Gegenwart. Tentakelschema. Da müssen wir doch irgendwas anstellen können. Nur mit ihm irgendwas. Ich kann es nicht öffnen. Wie kann. Ich kann er hier in der Gegenwart damit was anfangen. Brief im Klo versenkt. Jetzt haben wir einen Brief. Was auch immer, das Brief aus der Vergangenheit. Wollen wir den lesen? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Mhm. Können wir es dem Doktor geben? Ach nein, ich habe eine Idee, wie wir das geben können. Wäre das dringend nötig und notwendig hätte. Was ist diese Tür? Nein. Und ich weiß, wen das Ding braucht. Ich bin ein Versager. Besser nicht. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Das wird ihn freuen. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Okay, und jetzt können wir hier rein. Jetzt haben wir ein neues Zimmer freigeschaltet. Und der ist auf dem Weg nach Baltimore. Wo er die Enttäuschung seines Lebens erwarten wird, aber was soll's. Hier steht was geschrieben. Die Reste. Da wachsen ja schon Pilze drin. Okay, kann man nicht. Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Ich kann jetzt in die Vergangenheit schicken, dann ist das wieder super. Jawohl, es stimmt, ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen.
Jawohl, es stimmt. Ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen. Ah, ja. Ist aber eine Fake-Pistole. Wenn man den Abzug zieht, kommt eine lustige Fahne aus der Mündung und entfaltet sich. Yippie! Okay, was können wir noch machen? Eine Kamera. Anschauen. Ich habe Angst, ich sehe Edna. Tja, Telefon. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Das bringt nichts. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Tja. Mauseloch. Bild mit Pokémon. Mein Vater hat auch so eins. Es ist ziemlich klein. Es ist ziemlich klein. Ah, ja, können wir irgendwas durchschieben? Ein Hamster vielleicht? Nein. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Tja. Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Vielleicht können wir den Hamster damit. Nein. Okay, hat uns ja nicht sehr viel gebracht, hier reinzugehen. Aber wir haben jetzt ein freies Zimmer. Was geht hier ab? Ach, eine schlafende Professorin. Das hatten wir. Können vielleicht irgendwas in der Zukunft gebrauchen? Irgendwas aus der Vergangenheit, der hat am meisten. Jetzt haben wir mit einem Dosenöffner aus irgendeinem Grund. Sie hat noch relativ wenig Items für sich. Geben wir ihr mal Dosenöffner, womit sie dann. Ich habe auch keine Ahnung. Irgendwas tun kann. Juhu, Mr. Tentacle Guy! Vielleicht. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gasse gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Wir haben jetzt einen Dosenöffner. Wozu auch immer. Tja. Mit dem Dosenöffner vielleicht die besser Fahne. Nicht. Besser nicht. Können wir das Fenster aufmachen mit dem Dosenöffner? Besser nicht. Gibt es denn irgendeine Dose, die wir damit öffnen können? Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Vielleicht gucken wir mal hier in dem Bereich.
Und wo ist dann bei ich? Juhu, Mr. Tentacle Guy! Was? Ich hab die Krankenstation bringen lassen. Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? So, da sind wir wieder hier. Vielleicht. Ja, meine Mikrowelle, vielleicht können wir. Dosen ich glaube öffnen. Nicht, dass ich das öffnen kann. Metall sollte man nicht in die Mikro tun. Genau deswegen. Metall sollte man nicht in die Mikro tun. Ich glaube nicht, dass das besonders gut ist. Ah, vielleicht können wir die Flagge recyceln. Nee, das könnte ich noch brauchen. Da steht Öffner. Vielleicht. Da stecke ich nichts rein. Nicht den Öffner in den Öffner stecken? Ich glaube nicht, dass das besonders gut ist. Vielleicht können wir die Flagge im Schrank verstauen. Ich glaube nicht, dass das besonders gut ist. Und die Flagge in den Trockner stecken. Ich glaube nicht, dass das besonders gut ist. Ja. Vielleicht können wir hier rein. Keine Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt durch? Das geht doch nur auf den Flur beim Showraum. Da veranstalten sie die Show. Ja, dann mal wieder runter. Den Flur beim Showraum. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen, Nerven aus Stahl, Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. Okay. Vielleicht können wir in der... Das kam mir hier schon in dem Raum. Vielleicht können wir hier irgendwie... Irgendwas in der Gegenwart reinstecken und in der Zukunft reinstecken, was wir dann in der Zukunft oder Gegenwart rausholen können. Oha. Halt, wie bist du rausgekommen? Geh da wieder rein. Da stand zwar zu mir angezeigt, aber was soll es. Beachte meine Autorität, wirst du wohl? Juhu, Mr. Tentacle Guy! Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass wir nach oben kommen. Das Fenster können wir nicht durch. Nur für Tentakel! Gehorche oder ich bringe dich in den Zwinger! Wenn ich nur ein Tentakelkostüm hätte! Ach, verdammt. Nimm mal den Tentakelkostüm her. Ja. Oh. Eventuell habe ich eine Idee.
Tentakelkostüm, Tentakelschema. Äh? Wir haben doch die Möglichkeit, es auch in die Vergangenheit zu schicken. In der Vergangenheit hatten wir doch die Näherin der amerikanischen Planke. Die war doch hier in dem Hotel, im Gasthaus. Eventuell kann die uns doch mal ein Tentakelkostüm nähen. Machen wir mal die Tür zu, damit er nicht so frieren muss. Das war, glaube ich, hier. Das war Washingtons Zimmer. Ja, hier, genau. Und dann gehen wir mal. Besser nicht. Nicht? So, der Tag ist immer. Besser nicht. Nicht? Wie wäre es mit dem Gesicht eines Teufels mit roten, weißen und blauen Flammen, die aus seinem Mund schlagen? Leg die Pläne einfach auf den Tisch, ich mach dann schon. Ah, vielleicht können wir mal eben die Pläne auf den Tisch legen. Okay. Verrückt. Ein Tentakel im Wind. Als die amerikanische Flagge. In Form einer Tentakel. Das ist ja fantastisch. So, dann können wir doch jetzt mal hier. Wir haben eine amerikanische Fahne, die jetzt so aussieht. Die könnten wir doch jetzt vielleicht mal anziehen. Da schauen zu viele Leute zu. Mal hier rein. Ist schon Fasching umgekauft. Okay. So, wir sind eine Tentakel. Der eine hat ja gesagt, wir könnten sich einer als Tentakel verkleiden. Ah, hey, jetzt können wir blödes durch. Tentakel! Fantastisch. Sind wir hier im Hotel der Zukunft. Die Zukunft. Die Zukunft. Sie öffnet sich automatisch. Okay. Ein Bild. Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. Will ich nicht haben. Okay, vielleicht können wir die Zeitkapsel klauen. Das kann ich nicht nehmen. Vielleicht kann ich es öffnen. Das kann ich mit bloßen Händen nicht machen. Gut, vielleicht ein Dosenöffner. Vielleicht ist er dafür da. Ah, ja. Endlich findet der Nutzen. Eine Dose Essig. Braumeister. Du müsstest ja ziemlich heftiger alt sein. Chateau de Chapeau 1775. Okay. Wofür brauchen wir jetzt... Wofür brauchen wir Alkohol? Ein Schild. In Erinnerung an die Gründungsversammlung, ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Okay, da wissen wir noch schon, was wir in der Vergangenheit machen müssen. Die mit dem Flug überrennen. Wir fallen dann hier die Vergangenheit zu sehr. Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Ja. Hm, dekorativ. Das Bild bringt nichts. Will ich nicht haben. Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. Das hatten wir schon. Kenne ich nicht. Will ich nicht haben. Sieht bequem aus. Keine Zeit dafür. Okay. Was hier? Rein hier. Sie öffnet sich auf.
Oha, die Mumie. Kommt mir doch bekannt vor. Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Chrono John anschließen. Ich könnte auf einen Sturm warten. Ich bin beunruhigt wegen dieser Menschenshow. Wo finde ich einen Menschen für die Show? Tja. Die meisten Menschen sind wahrscheinlich schon angemeldet. Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Nein, gar nicht. Es macht kaum einen Unterschied, mit den Spezies von der Medizinschule zu reden. Du bist zwar etwas älter, hui, du hast aber tolle Sachen an. Tja. Trugen das auch die gut angezogenen Ägypter? Da ist noch etwas mit dieser Show. Ist das wirklich Moral? Tja, wer weiß es. Ich meine, Leute dahinzusetzen und sie wie Fleisch zu beurteilen. Da ist noch etwas mit dieser Show. Was machen sie mit den Menschen nach der Show? Ja. Ich hoffe nicht, dass es wie ein falscher Kuchen oder so ist. Ich sollte jetzt gehen. Ja, der Kuchen ist der Lüge. Bernhard würde es mögen, aber für mich ist das nichts. Das ist der Typ aus der hawaiischen Polizistenshow. Aha, okay. Ich möchte das nicht anfassen. Hawaiischen Polizistenshow? Ich möchte das nicht anfassen. Bequem. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich versuche, die Welt zu retten. Sieht ziemlich schwer aus. Sieht ziemlich schwer aus. Krieg ich ein paar Rollschuhe? Ich kann die gebrauchen. Lavalampe. Keine Chance, das ist gefährlich. Cool. Keine Chance, das ist gefährlich. Lila Flamingo. So verrückt bin ich auch nicht. Nein. Klassisch. Nicht mein Geschmack. Irgendwas übersehen hier? Der Pfosten. Sieht zu schwer aus. Diese Sorte haben sie beim Film. Ah ja. Gütiger Himmel! Du bist Purpur, Ja? Meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Ich? Auf keinen Fall. Ja, genau das. Gut, du hattest mich verwirrt. Ich arbeite nämlich an einer Methode, die Menschen ein für alle Mal loszuwerden. Mhm. Verrat mir mal den Plan. Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Tja, na dann, erzähl mir von dem Verkleinerungsstrahl. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Okay, warum braucht es einen Schalter ohne... Achso, ja. Verstehe. Sag, du siehst irgendwie bekannt aus. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer. Ja. Bist du das gleiche Purpur-Tentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt.
Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Ah!